Hi, hier ist Yannick von android-videos.de und ich möchte Ihnen heute das Spiel Node vorstellen. So, zu Beginn haben Sie hier die Möglichkeit, Spielen auszuwählen oder Sie bekommen eine Anleitung, wie Sie überhaupt spielen müssen, also wie das Spiel funktioniert. Hier oben können Sie noch verschiedene Haken setzen, New Art Style oder Hard Mode. Beim Hard Mode geht es dann eben auf Zeit. Also Sie können dann auswählen, dass Sie auf Zeit spielen möchten. Das ist schon wirklich ziemlich knifflig. Ich lasse das aber erstmal so und spiele einfach so. Ich fange am Anfang erstmal mit einem leichten Level an, dass Sie überhaupt wissen, wie das Spiel so funktioniert. Ich nehme dazu mal Level 2. Danach sollen Sie auswählen, wie Sie den Bildschirm oder die Landschaft steuern möchten. Da Sie die Landschaft steuern und nicht das Wesen selbst, das zeige ich Ihnen gleich. Ich nehme hier mit den Knöpfen, da das jetzt auch fürs Video machen leichter ist. Also Sie sind hier eben dieses Wesen und das Ziel ist es, dass Sie an einen bestimmten Ort kommen, um das Level eben abzuschließen. Sie können nicht direkt laufen oder springen oder sonstiges, sondern Sie können nur die Umgebung drehen über diese zwei Knöpfe hier. Dadurch läuft eben das Wesen dann gerade, wie es eben aufgrund der Gravitation möglich ist. Dieser Pfeil hier zeigt an, wo Sie überhaupt hinlaufen müssen. Ich fange dann einfach mal an. Hier oben links sehen Sie auch noch die Anzahl an den Samen, die Sie hier gesammelt haben. Das sind diese Teile hier. Da habe ich jetzt noch einen mehr gesammelt. Und oben rechts haben Sie die Möglichkeit, ein Portal zu erstellen, aber das zeige ich Ihnen dann später noch. Im Spiel gibt es auch mehrere Gefahren, wie zum Beispiel hier diese Stacheln. Ich laufe da einfach mal drauf und Sie sehen schon, dass dann eben das Wesen tot ist und Sie müssen von vorne anfangen, wenn Sie nicht zuvor ein Portal erreicht haben, bei dem eben dann so ein Speicherpunkt gesetzt wurde, ab dem Sie dann weitermachen können. Hier wurde jetzt gerade eben so ein Portal erstellt. Wenn ich jetzt also wieder sterben sollte, ich mache das einfach mal, dann komme ich nicht ganz am Anfang raus, sondern eben da, wo dieses Portal war. Hier sind wieder so Stacheln, die ich natürlich nicht berühren sollte normalerweise. Ich versuche mal, ob ich da durchkomme. Währenddessen sollen Sie noch die Diamanten alle einsammeln. Ebenso natürlich wie diese Samen, dass sie neue Portale erstellen können. Am Ende müssen sie immer zu dieser Spirale kommen, wo dann eben das Level abgeschlossen wird. So, das war Level 2. Ich zeige Ihnen jetzt einfach nochmal ein späteres Level. Da sieht es dann natürlich schon ein bisschen anders aus. Teilweise gibt es auch irgendwelche Tore, die nur mit einer bestimmten Anzahl an Samen überhaupt erreicht werden können. Also dann werden dann auch immer 10 abgezogen und dafür bekommen Sie dann eben Zugang zu diesem Tor, wo wahrscheinlich dahinter irgendwelche Diamanten oder sowas liegen, die Sie dann eben brauchen. So, ich erkunde jetzt hier mal ein bisschen die Welt und ich komme da auch gar nicht weiter, wie ich sehe. Hier unten ist so eine kleine Röhre und dieses Teil, das Sie immer verfolgt, das wird er hier jetzt eben reinkommen und Sie sollen damit jetzt zum Ziel kommen, wodurch sich dann eine Tür öffnet und Sie dann eben mit dem normalen Wesen hinlaufen können. Ich muss jetzt also erstmal hier durch dieses Labyrinth durch. Das kann eine Weile dauern. Da hinten ist ein Diamant, den kann ich schon mal einsammeln. Ich probiere es einfach mal, vielleicht schaffe ich es. Also Sie sehen schon, Sie können nur irgendwas bewegen, indem Sie hier eben die Umgebung drehen. Also wenn Sie hier laufen möchten, das geht also nicht. Ich habe jetzt hier eben das mit den Knöpfen ausgewählt und am Anfang hatten Sie ja auch die Möglichkeit, die Steuerung über den Bewegungssensor von dem Handy zu nehmen. Das können Sie natürlich auch machen, aber fürs Video war das jetzt natürlich nicht so geschickt, deswegen habe ich es jetzt so genommen. Ich bin jetzt auch sogar schon am Ziel angekommen. Also hier ist eben wieder diese Spirale, wo am Ende dann das Wesen hinkommen soll. Aber da bringt es noch gar nichts, wenn nur dieser Punkt da ist. Deswegen muss ich da jetzt erst nochmal weitergehen. Und ich sehe schon, wenn ich jetzt hier hingehe, öffnet sich diese Tür. Und ich kann jetzt
das Wesen dorthin steuern und ebenso ins Ziel gelangen. Also ich habe das Level jetzt auch geschafft. Jetzt zeige ich Ihnen noch kurz, wie Sie ein Portal erstellen können. Das zeige ich jetzt einfach mal in dem Level. Der Einfachheit halber. Den Wieder-Button. So, ich stelle mich einfach mal irgendwo hin und drücke jetzt hier oben auf das Portalzeichen. Mir wurden jetzt 5 solche Punkte abgezogen. Dafür habe ich jetzt ein Portal erstellt. Wenn ich jetzt also irgendwo sterben sollte, dann macht das nichts. Dann komme ich wieder dahin zurück. In dem Level kann ich jetzt nicht sterben. Das war jetzt also eigentlich ziemlich schwachsinnig, aber ich wollte es einfach nur mal gezeigt haben. Und Sie können eben nicht mehr als 100 von diesen Samen einsammeln, wie Sie gerade wahrscheinlich auch gesehen haben. Ich hatte 100, habe noch welche eingesammelt, das ging nicht mehr. Jetzt habe ich wieder 95 gehabt, da ich eben das Portal erstellt habe. Und jetzt habe ich auch schon wieder 100. Wenn ich hier drüben noch welche einsammeln wollte, dann geht das nicht. Ja, also mir gefällt das Spiel wirklich richtig gut mit diesem Ändern der Schwerkraft bzw. der Umgebung. Mich erinnert das ein bisschen an LocoRoco, wenn es vielleicht jemand kennt. Ja, also mir gefällt es wirklich gut. Nur teilweise finde ich es ein bisschen störend, da man manchmal nicht weiß, wenn man jetzt irgendwie wiederbelebt wurde, wo man überhaupt hinlaufen muss. Zwar zeigt das dieser Pfeil an, aber der zeigt natürlich nicht an, ob man wirklich auch in diese Richtung laufen muss, um zum Ziel zu kommen. Also es kann auch schon sein, dass man mal in die entgegengesetzte Richtung laufen muss, um dann dahin zu kommen. Also teilweise geht bei mir die Orientierung ein bisschen flöten, aber sonst ist das Spiel eigentlich wirklich sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Hier oben ist die aktuelle Zahl an Sonnen. Sie benötigen immer eine bestimmte Zahl an Sonnen, um würden, hätten Sie wieder den gleichen Stand. Wenn Sie diese Multitasking-Ansicht noch nicht haben,